Mein Name ist Susanne Niederndorfer. Ich komme aus Salzburg und war mit meinen Eltern schon teilweise konfrontiert mit der Marktfahrerei, weil mein Vater, der Otto Hering, ein Marktfahrer war, ein klassischer Marktfahrer, wie man sich ihn heute ja fast nicht mehr vorstellen kann, der mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft die Produkte auf den Märkten und nämlich ausschließlich auf den Märkten zu Beginn angeboten hat. Mein Vater war gelernter Dachdecker und Spengler und hat aber dann bereits im Jahr 1934 sich selbstständig gemacht und war immer ein Verkäufer auf dem Markt, hat zu Beginn allerdings gehandelt mit Einsiedehilfen und war aber sehr interessiert an Kräutern. Und der hat sich dann Ende der 50er Jahre und Anfang der 60er Jahre einfach so ein Wissen angeeignet, dass er begonnen hat, auf den Markt mit verschiedenen Kräuterölen zu fahren und den Markt zu beschicken. Und so wurde dann in den 60er Jahren auch schon diese Wortbildmarke China Gold, wo sowohl der Wortlaut China Gold als auch das Erscheinungsbild, und das war ja das Besondere, dieses Chinesenfläschchen aus Glas mit dem roten spitzen Hut, kreiert. Mein Zugang zum Jahrmarkt, sprich auch, muss ich sagen, wirklich zum Marktgeschäft, war im Jahr 1982. Da ist für uns alle überraschend im April 1982 mein Vater verstorben. Und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, als junges Mädchen, ich war damals noch nicht einmal 17 Jahre alt, mit allen Gedanken und mit aller Traurigkeit in meinem Herzen bin ich nach Linz gefahren, um mit meiner Mutter auch dort den Stand, den wir ja dort immer hatten, auch zu besuchen und natürlich auch weiter das Ganze jetzt einmal am Leben zu erhalten. Und ich habe mich dann hinter den Stand gestellt und ich muss sagen, an diese unendliche Wertschätzung, Liebenswürdigkeit, die ich von den Besuchern und von den Käufern, die zu uns am Stand gekommen sind und immer gefragt haben, wo ist denn der Herr Hering? Wo es aber so eine, letztendlich muss ich auch sagen, so eine positive Erfahrung für mich, wo ich dann begonnen habe, den Urveranermarkt natürlich von einer ganz anderen Seite zu sehen, nämlich nicht mehr als Besucher, sondern jetzt schon beginnend ein bisschen hinterm Stand als Verkäuferin. Wobei muss ich sagen, ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, mit 17 Jahren, ob ich in der Lage bin, das weiterzuführen. Aber das hat sich dann relativ schnell in den darauffolgenden 12 Monaten, sprich im darauffolgenden Jahr, entwickelt, dass ich mir gedacht habe, das ist eine Firma, die uns als Familie immer einen gewissen Wohlstand ermöglicht hat. Ich denke an meinen Vater zurück, der sehr viel gearbeitet hat, der bei jeder Witterung aufgestanden ist, bei jedem Wetter. Von der Distanz muss man sich vorstellen, von Vorarlberg bis nach Wien, von 365 Tagen im Jahr, 300 Tage auf den Markt gestanden ist und gearbeitet hat und das immer mit einer Begeisterung gemacht hat. Und ich war dann soweit nach einem Jahr, dass ich gesagt habe, Mutti, ich probiere das. Und das war dann also sofort mit 18 sofort den Führerschein und Führerschein abgeholt auf der BH und sofort gefahren. Und ebenso wie mein Vater gefahren auf allen Märkten, Flohmärkte, Wochenmärkte, Jahrmärkte, Schweinemärkte, Pferdemärkte, Quasimärkte, alles was sich getan hat unter der Woche und auch am Wochenende, habe ich dann von den Jahren 1983 bis 2008 beschickt und befahren. Von der Anzahl der Kilometer, die ich als Marktfrau in einem Jahr zurückgelegt habe, war der höchste Kilometerstand nicht ganz 80.000 Kilometer. Wobei man dazu sagen muss, dass ja dann nicht nur die Kilometeranzahl schon das Hohe ist, sondern auch dann das Aufstehen, das Arbeiten tagsüber und wieder das Nachhausefahren. Von den Märkten ist es so, dass ich unter der Woche auf den Wochenmärkten vertreten war,
am Dienstag in Ried, Mittwoch immer in Vöcklabruck, Donnerstag der klassische Wochenmarkt in Salzburg, der Schrannenmarkt, am Freitag auch schon unter dem Jahr am Südbahnhofmarkt. Und am Wochenende waren dann die speziellen Jahrmärkte, die eben einmal, zweimal oder auch viermal im Jahr stattgefunden haben. Das war ein ganz bekannter Markt, war neben dem Urfahraner Markt, war sicher der Ursulamarkt in Klagenfurt. Ich bin aber genauso zu den Weihnachtsmärkten nach Feldkirch gefahren, Vorarlberg, Bregenz, Dornbirn, Bludenz. Die ersten Märkte im Jahr haben begonnen sozusagen Ende Februar und haben sich dann bis Ende des Jahres einfach durchgezogen. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass ich in den Monaten Jänner und Februar immer Freizeit hatte, die ich aber auch gebraucht habe. Und da muss ich sagen, habe ich auch das Gen meines Vaters in mir, nämlich die Welt kennenlernen und reisen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann diese Zeit genützt, um auch ein bisschen Kraft zu tanken, mir die Welt anzusehen. Und ich wollte unbedingt in dieser Zeit, ich wollte Sonne. Und das habe ich sehr genossen. Denn es ist natürlich schon so, wenn du wirklich dort stehst, von in der Früh bis am Abend, neben dem Bierzelt, neben der Musik. Ich kann mich erinnern, das Zöbinger Weinzelt damals mit dem Fritz Hofstetter war ja kein leiser Nachbar. Da haben ja nicht die Linzerburm, die im Zelt darunter, sondern die Hahnburm sozusagen von 10 Uhr Vormittag bis in die Nacht hinein gepoltert und aufmusiziert, und du stehst daneben als junge Frau und musst sozusagen deine Ware anbieten. Also es war auch mitunter auch mit einem körperlichen Aufwand verbunden, nämlich so einen Stand aufstellen, aufbauen jeden Tag und am Abend wieder abbauen. Aber ich muss sagen, das Linzer Publikum ist ein Großartiges, nämlich insofern, weil es auf keinen anderen Markt, und das kann ich wirklich sagen, nachdem ich alle Märkte oder sehr viele Märkte besucht habe, eine so treue Gefolgschaft an Stammkunden gab. Und zu meiner Tätigkeit war es so, dass ich begonnen habe mit einer jungen Frau, mit der Frau Gabriele Prinz. Und die Gabriele Prinz ist dann auch einige Jahre, sprich 10 Jahre circa, mit mir auf den Markt gefahren. Und nach der Gabriele Prinz kam dann ein ganz ein reizender Mitarbeiter, den Herrn Schachinger, der von Anfang an mit mir, kann ich sagen, eine Harmonie entwickelt hat. Wir waren beide viel unterwegs. Es war für ihn natürlich Neuland, weil er bis zu dem Zeitpunkt, wo er bei mir begonnen hat zu arbeiten, natürlich keine Ahnung hatte vom Marktgeschäft. Aber, und das habe ich gemerkt, von Jahr zu Jahr war seine Begeisterung immer eine größere. Und der Herr Schachinger hat dann im Jahr 2008 auch meine Firma übernommen. Mit den Marktständen, er steht nach wie vor, genauso wie mein Vater, wie ich es stand, steht jetzt der Herr Schachinger mit dem Chinagold in Linz am Urfahraner Markt. Und das war mir auch sehr wichtig, dass es eine Person ist, die sozusagen auch respektvoll und würdevoll nach wie vor mit diesem Produkt Chinagold umgeht.